Wie bestellt gab es am zweiten Advent den ersten Schnee auch in Zwickau-Planitz zum traditionellen Pyramidenanschieben. Bereits zum 19. Mal wurde diese vom ehemaligen Stadtrat Frank Seidel ins Leben gerufene Veranstaltung nunmehr durchgeführt. Und wie immer war der Planitzer Markt ein Meer an Menschen. Auch wie jedes Jahr waren wieder zahlreiche Planitzer Gewerbetreibende mit von der Partie. Und die Veranstalter brauchen immer gar nicht lange bitten. Der Termin ist ausreichend und schon ist das gesamte Fest gesichert. Neben den üblichen Ständen für das sprichwörtliche leibliche Wohl gab sich auch der Weihnachtsmann die Ehre. Vor allem für die Kinder, die zum Beginn der Veranstaltung für die kulturelle Umrahmung sorgen. Das lässt sich auch der Rauschebart nicht entgehen. Gegen 17.30 Uhr war es dann soweit. Die letzten 10 Sekunden wurden heruntergezählt. 6. Meiste Arbeit im Vorfeld aber hat der Planitzer Schnitzverein. Trotz doch die Pyramide wochenlang Wind und Wetter, um danach wieder fast ein ganzes Jahr eingelagert zu werden. Aber auch Souvenirjäger und manch unwilliger Zeitgenosse hinterlassen oft unschöne Spuren. Da braucht es manche Stunde Arbeitszeit. Doch wenn die Mitglieder dann die vielen zufriedenen Gäste sehen, sind die Mühen schnell vergessen. Und das wird auch in den nächsten Jahren so sein.